Im nächsten Gespräch geht es jetzt um Stress und zwar um die spirituelle Bedeutung von Stress. Kann Bewusstheit und Bewusstsein Stress auflösen? Und dazu stellen wir dir jetzt eine ganz einfache, anwendbare Methode vor, wie du dich für immer von Stress beseitigen kannst und wie du diese lernen kannst, diese Methode, und wie du sie vielleicht auch weitergeben kannst. Lieber Volker Hoffmann, wunderbar, dass wir dieses Gespräch zum Stress führen können. Ich bin auch oft gestresst. Wunderbar, dass du hier bist. Ja, ich freue mich, dass ich hier sein darf. Jetzt bist du ein Spezialist für die Beseitigung von Stress. Du hast eine eigene Methode entwickelt, mit der man, oder sagen wir mal so, du hast eine Firma, die eine bestimmte Methode weitergibt, eben in der man sich, mit der man sich von Stress beseitigen kann. Bitte ganz ehrlich, wann warst du das letzte Mal gestresst? Also die Woche war ich jetzt noch nicht wirklich im Stress, weil ich vom Urlaub zurückgekommen bin. Aber ich hatte im Urlaub sogar 2 oder 3 stressige Situationen tatsächlich auf der Autobahn. Ja, also ja. Das sind auch eben die Situationen, die uns ja allen immer passieren. Mhm. Von daher ganz entspannt. Jetzt mal ganz praktisch beschrieben. Was macht Stress mit unserem Körper? Ja, also praktisch beschrieben, erstmal jedes Mal, wenn wir Stress haben oder unser Gehirn Stress sozusagen einordnet als Stress, passieren verschiedene Dinge im Körper. Natürlich, der Herzschlag schlägt schneller, wir atmen schneller, die Pupillen weiten sich. Das sind so reine körperliche Funktionen, aber vor allen Dingen, was immer passiert und das schon seit der Steinzeit bei jedem Menschen, also wir haben 8 Milliarden Menschen auf dieser Erde, und jedes Mal, wenn ein Mensch Stress hat, spannt sich die Muskulatur an. Immer. Das ist noch ein uralter Reflex. Und zwar passiert es hier oben, dass sich hier oben immer zuerst die Muskulatur anspannt, weil in unserem hinteren Teil des Gehirns sitzen unsere Überlebensfunktionen. Und das ist ein alter Reflex. Wir ziehen die Schultern etwas hoch. Der Kopf geht etwas zurück. Das hat dann eben was mit dem Stellungswinkel der Augen auch zu tun. Und dann gibt es eben diesen Reflex, um den hinteren Teil des Gehirns zu schützen. Und ohne diesen Reflex hätten wir nicht überlebt. Würden wir beide auch nicht hier sitzen. Mhm. Und das ist erstmal nicht so schlimm. Der passiert aber immer, dieser Reflex, bei jedem Stress. Nur wenn Stress chronisch wird, dann wird es ja zum Problem. Ja, wenn ich mal bei Rot über die Ampel fahre und dann wieder entspannt bin, alles gut. Aber wenn Stress chronisch bleibt durch, ich sage jetzt mal, eher psychische Themen, familiäre Probleme, andere Dinge, dann gibt es eben diese dauerhafte Nackenverspannung, die sich dann über den ganzen Körper auswirkt. Also ich kenne es sehr gut mit der Verspannung hier oben am Nacken oder auch im ganzen Körper. Bei mir ist es häufig so, also ich habe einen Gedanken, der mich stresst, nämlich ich muss das schaffen heute. Und dieses ich muss das schaffen heute, das setzt mich dann so unter Druck, dass ich dann anspanne. Ja? Ist es denn so, dass auch Gedanken, Glaubenssätze, wir sind ja hier im Bewusstseinssender, Glaubenssätze wie ich muss immer viel arbeiten, ich muss viel Geld verdienen, sonst habe ich keinen Wert, oder ich muss immer so und so sein, immer lieb sein zum Partner, ich muss immer die Kinder gut versorgen und gute Mutter sein. Also diese Glaubenssätze, die tief verwurzelt sind, können die auch Stress auslösen? Die lösen auf jeden Fall Stress aus. Allermeistens kommen sie ja aus der Kindheit, weil das natürlich dann die kleine Bettina, der kleine Volker sozusagen, von den Eltern, von den Lehrern. Du musst es machen, mach dies, mach das so, oder du kannst es nicht und so weiter. Und wenn wir diese Glaubenssätze in uns tragen, auch im Erwachsenenalter natürlich, wenn diese Gedanken dann da sind, bedeuten auch die für den Körper Stress. Das heißt also, es ist nicht nur dieser alltägliche Stress, sondern eben auch diese Glaubenssätze, die auch die Funktionen auslösen im Körper. Weil Stress ist immer unspezifisch und wir wissen, wenn jemand dauerhaft unter solchen psychischen, ich sag mal Traumata auch leidet, dann steht der Körper auch dauerhaft unter Stress. Zu viel. Also diese Stresshormone werden ausgeschüttet, auf Dauer auch, und die Muskulatur bleibt angespannt. Ja, schau, aber jetzt kann es ja sein, dass zum Beispiel, also ich finde halt, dass die Glaubenssätze auflösen, das ist gar nicht so einfach. Das geht ja nicht so, zack, sondern, keine Ahnung, wenn ich jetzt in der Familie lebe und ich bin immer die, die sich um alles kümmert. Also ich kümmere mich um 5 Kinder, arbeite Vollzeit und mache den ganzen Haushalt und mein Mann macht nichts. Und
okay, jetzt habe ich zwar den Glaubenssatz, ich habe nur Wert, wenn ich alles schaffe und so, aber aufgelöst ist er noch lang nicht. Jetzt ist die Frage, was macht denn dann dieser dauerhafte chronische Stress mit dem Körper? Krank. Aber was krank? Also kriege ich dann Krebs oder ist dann erstmal die Muskulatur verspannt? Nein, nein. Ich vergleiche das immer, wenn wir unter Stress sind, ja, ob es jetzt unter psychischem Stress oder anderer Stress ist, wenn die unter Stress stehen, dann fährt der sogenannte Sympathikus hoch. Das ist ein Teil vom vegetativen Nervensystem. Mhm. Und wenn dieser Sympathikus hochfährt, dann ist es wie wenn man mit dem Auto ständig mit 180 durch die Gegend fährt. Dann verschleißt der Motor einfach früher. Und wenn wir dauerhaft Stress haben, ist unser Körper ständig unter Anspannung und unter Hochleistung. Und natürlich verschleißt auch der Körper dann früher. Normalerweise ist es so, wir könnten rein körperlich über 100 Jahre alt werden. So sind wir ausgelegt von der Konstitution. Aber das finden wir heute nur noch selten, weil wir einfach zu viel Stress haben. Und dadurch, dass der Sympathikus immer hoch ist und oben ist. Und wenn wir unter Dauerspannung stehen, ist klar, dann ist der Verschleiß einfach auch groß. Ja. Jetzt ist ja so, man könnte ja theoretisch sagen, ich habe immer Stress, okay, ich habe die Verspannung und so weiter. Ich arbeite jetzt nicht an dem Seelischen, sondern ich nehme einfach immer Beruhigungstabletten. Also eine Schachtel Baldrian nach der anderen. Dann werde ich ja auch ruhiger. Aber bringt das was? Das bringt dann was, wenn es mal nur akut ist. Ne? Also wenn ich morgen eine Prüfung habe zum Beispiel, dann nehme ich abends vielleicht ein paar Baldrian-Tabletten oder Tropfen und am morgens auch noch. Das ist ja dann okay. Und Baldrian ist ja jetzt noch ein mildes Mittel. Ne? Aber wenn man dann eben diese rein allopathischen Mittel nimmt, also richtige, die echten Medikamente. Klar, es gibt natürlich dann wirkliche Erkrankungen, da geht es nicht anders. Aber einfach nur zur Beruhigung auf diese Tabletten ausweichen, ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist. Dann finde ich, suche ich doch lieber einen Coach, Therapeut und sage dann, okay, das und das und das ist mein Thema. Und dass man die Themen dann auf die Art aufarbeitet. Wir gehen ja bei der Vitamedik rein körperlich vor. Genau. Aber auch selbst da ist es so, dass diese Behandlungsmethode so tief auch ins vegetative Nervensystem hineingeht, dass sich dieser Sympathikus, also der ständig dann oben ist, und auf der anderen Seite ist eben dieser Vagus, Parasympathikus, dass die auch wieder in den Ausgleich kommen können. Genau. Ja. Wir kommen jetzt zu deiner Methode auch gleich. Ist es auch so, dass sich dann beides bedingt? Das heißt, wenn ich merke, der Körper ist jetzt ruhiger, weil im Krankenhaus zum Beispiel, da liegt man einfach. Und diese Ruhe, die tut dem Körper einfach gut. Das ist einfach so, auch wenn man krank ist. Wenn man krank ist, man liegt im Bett die ganze Zeit, das tut dem Körper einfach gut, dieses Entspannen und Ruhigstellen. Jetzt hast du ja eine eigene Methode entwickelt, mit der eben der Körper entspannt. Das interessiert mich ja wahnsinnig. Du hast auch ein Buch geschrieben. Ich zeige das mal für die Zuschauer in die Kamera. Vitametik, so nennt sich die Methode auch. In deinem Institut kann man die ja auch lernen. Was ist denn Vitametik und wie beseitigt sie Stress und Verspannungen im Körper? Lass mich noch ganz kurz auf das Thema, wo du eben gesagt hast, wenn du im Krankenhaus liegst und der Körper ruht, eingehen. Wir sind es heute nicht mehr gewohnt, dass dieser sympathische und dieser parasympathische Anteil wirklich im Balance ist. Sind wir nicht mehr gewohnt. Ja. Wir sind, ich sage immer, am Ende des Monats, am Ende des Jahres, am Ende des Lebens, sollten diese beiden Anteile ausgeglichen gewesen sein. So, und das ist aber nicht so. Wir leben meistens zu stark im Sympathikus. Da mache ich gerne das Beispiel, in der Steinzeit haben die Menschen sind auf die Jagd gegangen. Ja, dann haben sie ein wildes Tier erlegt, sind wieder über Tage vielleicht das Tier zurücktransportiert in ihre Höhle, Behausung, Hütte und haben dann aber für die nächsten 1, 2, 3 Wochen Ruhe gehabt. Ja, und erst dann ging es wieder zur Jagd. Das heißt also extremer Stress, der dann aber auch eine Phase von Ruhe braucht. Und wir haben halt heute mehr oder weniger Dauerstress. Und diese Ruhephasen, die sind zu wenig. Deswegen freuen wir uns natürlich auch immer, wenn wir 3 Wochen Urlaub haben. Aber eigentlich ist es so nicht gedacht. Ne? Also es ist so gedacht, dass Sympathikus, Stress und dann Stress runter und die Ruhe. Und das immer wieder im Ausgleich. Am besten täglich. Da muss ich jetzt noch mal ganz kurz dazwischen, weil ich beobachte, in Deutschland oder vielleicht auch in anderen Ländern ist es so, da wird ganz viel gearbeitet. Und zwar vor den Sommerferien. Also es ist immer so, an den Feiertagen ist alles tot. Also Weihnachten ist erstmal nichts. Bis 10. Januar ist nichts. Aber bis
Ostern ist wieder ganz viel Arbeit und dann ist erstmal nichts und dann ist wieder bis Pfingsten ganz viel Arbeit. Dann ist wieder nichts, im August ist wieder nichts. Und ich persönlich fände es halt viel besser, wenn man nicht so lange Ruhepause, also für mich braucht es keine 10 Feiertage an Weihnachten oder so, ja. Sondern wenn man einfach immer so, eher so gleichmäßig, immer Entspannung, bisschen Anstrengung, Entspannung, bisschen Anstrengung, nicht so viel arbeiten, so viel Pause, so viel arbeiten, so viel Pause. Ist sowas für ein System besser? So diese Gleichmäßigkeit. Das ist auf jeden Fall besser. Ne? Ist auf jeden Fall besser. Wir leben aber in Europa, Deutschland, wir leben in einer Leistungsgesellschaft. Und auch, ich sage immer, wir müssen eigentlich dieses Wissen vom Ausgleich, von Sympathikus, Parasympathikus, das gehört eigentlich in die Schulen. Das müssen die jungen Menschen auch schon wissen. Denn die jungen Menschen, die kommen in diese Leistungsgesellschaft hinein, sind es dann so gewohnt. In der Schule. In der Schule schon, sind es dann so gewöhnt und meinen, so wär's für den Körper gut. Es ist für den Körper auch, aber so nicht gut. Es ist nicht gut. Es ist klar, wir haben Phasen im Leben, wo es richtig stressig zugeht. Aber dann brauchen wir aber auch wieder eine Phase, wo es ruhig ist. Und am besten ist es, wenn diese Ausschläge nicht so extrem stark sind. Ja. Jetzt erklär mal deine Methode, die du entwickelt hast. Das ist wirklich spannend. Ich habe das vorhin schon angedeutet. Immer dann, wenn wir Stress haben, verspannt sich die Muskulatur im Nackenbereich. Hm. Und da weiß man auch, das ist einseitig, also auf einer Seite immer stärker als auf der anderen. Und es ist dann so, dass unser Gehirn, ich mache es mal bei mir jetzt als Beispiel, ich nehme jetzt gerade mal die Wirbelsäule noch zur Hand, mache es mal bei mir als Beispiel, wenn ich Stress habe und dann entsteht ja dieser Reflex, Nacken hoch, Kopf etwas zurück, auf einer Seite immer etwas stärker als auf der anderen, was würde das bedeuten? Den Kopf jetzt auf eine Seite ziehen. Genau. Genau. So. Das darf, ich mach mal mit. Ja, gut, ganz gerne mitmachen. Das darf aber nicht sein. Weil unser Gehirn hat ein übergeordnetes Prinzip und das bedeutet, die Augen müssen gerade stehen. Wenn die Augen nicht gerade stehen oder gestanden hätten, auch in der Steinzeit, auch dann hätte die Menschheit nicht überlebt. Das heißt, es ist so ein stark übergeordnetes Prinzip, dass die Augen immer waagrecht stehen müssen, dass unser Gehirn diese Anspannung macht, die Muskulatur, also man sieht jetzt hier zwar die Wirbelsäule, aber die Muskeln hier oben machen ja die Anspannung. Das heißt, die Muskeln ziehen den Kopf, den Nacken auf eine Seite etwas stärker und dann würde der Kopf schief stehen. Mhm. So, dann sind aber auch die Augen schräg. Genau. Und das darf nicht sein. Ja. Ja, unser Gleichgewicht im Innenohr gibt dann eben das Signal ans Gehirn, Augen müssen waagrecht stehen, ist ein übergeordnetes Prinzip. So, und was macht unser Gehirn? Unser Gehirn sagt dann den Muskeln im tieferen, weiter unten Bereich eine Gegenspannung aufbauen. Ja, sodass wir insgesamt über die Wirbelsäule gesehen, das nennt sich dann eben Kompensation. Man sieht es jetzt halt nur an der Wirbelsäule, aber das macht ja die Muskulatur. Und im Endeffekt haben wir dann unten einen Beckenschiefstand, also eine Beinlängendifferenz, die aber muskulär bedingt ist. Es macht nicht die Wirbelsäule, sondern es macht unser Gehirn, weil unsere Augen waagrecht stehen müssen. Und so gibt es eben diese muskuläre Kompensation. Hier ist auch ein kürzeres Bein dann auf der einen Seite. Ja, dann habe ich natürlich das Bein. Die Knochen sind schon gleich lang, aber durch diese Muskelanspannung, durch diese Seitenunterschiedlichen, haben wir dann diese Beinlängendifferenz bzw. den Beckenschiefstand. Und was die Konsequenz ist, ne, ist ja logisch, ne, dass sich da dann Schmerzen draus ergeben, ist ja vollkommen klar. Mit der Zeit, ich weiß gar nicht, vielleicht. Auf der Seite ist, da unten ist auch so ein Bandscheibenvorfall dann hier mal angedeutet, was da halt mit der Wirbelsäule passieren kann. Aber auch da ist es so, nicht die Wirbelsäule tut weh, sondern es ist die Spannung der Muskulatur, wo dann eben die Nerven unter Druck stehen. Genau. Ja, das ist wie wenn ich einen Schlauch nehme und zusammendrücke. Ja, durch die Nerven müssen ja alle Informationen vom Gehirn in den Körper, also alles kommt vom Gehirn übers Rückenmark, über die einzelnen Nerven. So wird unser Körper informiert mit allem, was er zu tun hat, mit der Verdauung, mit dem Herzschlag. Alles, was im Körper zu tun ist, muss vom Gehirn gesteuert werden. Und wenn ich einen Wasserschlauch zusammendrücke, na, dann kommt vorne kein Wasser raus. Dann kann ich da hinten den Hahn weiter aufdrehen. Den kann ich lang aufdrehen, das funktioniert nicht. Ich muss den Druck wegnehmen. Ja, und das ist eben die Kunst,
Ich kann jetzt natürlich an der Wirbelsäule auch arbeiten. Ich kann Wirbel einrenken. Ich kann alle möglichen Dinge tun. Aber der Druck der Muskulatur, der ist ja dann trotzdem noch da. Das heißt, ich brauche ein Instrumentarium, eine Methode, irgendwas, wo ich halt dem Gehirn ein Signal geben kann, die Muskulatur zu entspannen. Und das ist eben unsere Methode, die habe auch gar nicht ich erfunden. Die kommt ja ursprünglich aus den USA, ist auch schon über 100 Jahre alt. Und da hat man herausgefunden, dass eben, wenn hier oben ein ganz bestimmter Impuls gegeben wird, eben an der Ursache, wo sich die Muskeln immer zuerst entspannen. Also ich kann natürlich auch versuchen, das Becken gerade zu richten. Aber was hilft es dann, wenn hier oben immer noch die Spannung genau. da ist, der Muskulatur? Also muss ich an der Ursache ansetzen. Und das ist ein ganz bestimmter Impuls, der dann seitlich ausgelöst wird. Hier. Im Nackenbereich, je nachdem, das wird getastet, auf der Seite, wo der Behandler dann feststellt, auf der Seite, wo die Spannung dann stärker ist, wird dieser Impuls ausgelöst. Und das ist aber eine rein muskuläre oder physikalisch-muskuläre Angelegenheit, neuromuskulärer Impuls, der dem Gehirn das Signal gibt, Muskulatur entspannen. Und das macht unser Gehirn. Weil, ja. Ja, und die, aber ja, ich meine, das reicht ja nicht, wenn ich jetzt hier massiere, oder? Also würde mein Gehirn dann immer noch so, also würde mein Körper immer noch so schief sein. Mhm. Also das heißt, es braucht schon stärker den Impuls, oder? Also wie ist der Impuls überhaupt? Ja, wie wird es jetzt weitergegeben dann? Ja, ich habe jetzt gerade den Begriff neuromuskulär schon ins Spiel gebracht. Dieser Impuls, der braucht eine bestimmte Druckstärke, natürlich. Ja. Aber insbesondere ist die Geschwindigkeit ausschlaggebend. Denn wir haben im Nervensystem eine bestimmte Geschwindigkeit, wie Information übertragen wird. Und wenn ich den Arm einfach locker runterhängen lasse, als Beispiel, dann ist meine Muskulatur hier entspannt. Ja, der Bizeps ist entspannt. Und dann hat er die Nerven haben dann eine bestimmte Ruhefrequenz oder eine bestimmte Taktfrequenz in Ruhe. Wenn ich jetzt den Arm anspanne, also die Muskulatur anspanne, ja, dann erhöht sich diese Taktfrequenz. Und ich muss dem Gehirn das Signal geben, Ruhefrequenz. Und das sind 25 Hertz, das ist jetzt ein bisschen alles dann physikalisch am Ende, aber wenn ich unserem Gehirn diesen Impuls vorgebe in einer bestimmten Geschwindigkeit, das kann man umrechnen in Hertz dann, und also Hertötze mit TZ geschrieben, und in dieser Ruhefrequenz diesen Impuls abgebe, das sind 40 Millisekunden, und dann weiß das Gehirn, aha, jetzt kommt Entspannung als Information. Jetzt hat aber unser Gehirn natürlich diese Entspannungsinformation vergessen, wenn Stress über lange Zeit da ist oder Muskeln über lange Zeit angespannt sind. Deswegen wird diese Behandlung öfter gemacht, also einmal in der Woche und dann halt über vielleicht 5 oder 6 Wochen, damit sich das Gehirn einfach auch wieder an die Entspannung gewöhnt. Und unser Gehirn kann das auch, denn so wie ich eben meinen Arm hochgenommen habe, dann es geht ja nicht der Knochen hoch, also der Knochen geht schon hoch, aber es macht ja die Muskulatur. Ja, also unser Skelett, die Knochen, die können sich auch gar nicht selber bewegen. Die haben keine Verbindung zum Gehirn über die Nerven. Das kann nur die Muskulatur, gesteuert werden. Das heißt, ich spanne den Bizeps an, dann geht mein Unterarm hoch. Ich lasse wieder los, dann geht er wieder runter. Und genau das, was ich jetzt bewusst gemacht habe, kann unser Gehirn machen mit allen über 600 Muskeln. Die meisten können wir nicht bewusst ansteuern, gerade die in der Rückenmuskulatur können wir nicht bewusst ansteuern, aber unser Gehirn weiß es. Also damit ich das richtig verstanden habe, das bedeutet, ich bekomme bei deiner Methode einen Impuls, einen Schlag, so Nein, ungefähr? Nein, ist kein Impuls, Schlag. Ein Impuls einfach. Ja. Hier also an der Verspannung und automatisch wird dann im ganzen Körpersystem, setzt dann Entspannung ein. Genau, also dieser Impuls, der Klient liegt auf einer Liege seitlich und ich stehe vorne dran und löse diesen Impuls mit meinen Daumen aus. Ja? Okay. In einer sehr geringen Druckstärke, mit hoher Geschwindigkeit, eben diese 40 Millisekunden. Und derjenige spürt so gut wie gar nichts davon. Das tut nicht weh. Also man, es ist wie, also man spürt da nicht viel davon. Okay. Aber was viele Klienten dann spüren, dass direkt hinterher wie so eine Art Wärmegefühl durch den Körper geht. Es kann wirklich sein, bis in die Zehen runter. Weil ist klar, wenn
ich den Schlauch nicht mehr zusammendrücke und genau. Die Informationen, also das Wasser, mhm. in dem Fall beim Nervensystem, die Informationen wieder frei fließen können, dann, ja, das spüren viele Menschen wie eine Art Kribbeln oder so, wie so eine Welle, die durch den Körper geht. Aber das ist erstmal nur das Körperliche, dass sich die Muskulatur entspannt. Vorhin habe ich gesagt, das geht tiefer bis ins vegetative Nervensystem hinein. Heißt aber gleichzeitig, ich kann ja den Stress deswegen den Menschen nicht wegnehmen. Der Arbeitgeber, die Kinder, der Chef, alles, die Nachbarn, das ist ja alles noch da. Aber ein entspannter Körper kann bedeuten, besser mit den Umständen umgehen, als wenn ich sowieso schon ein Auto, was schon mit 180 durch die Gegend düst, da geht nach oben nicht mehr viel so oder es explodiert. Mhm. Ja, das ist passiert. Das kennt jeder. Wenn man ruhig ist und viel erledigen muss, es geht viel besser, als wenn man sehr aufgeregt ist. Dann fällt alles runter und es passieren Fehler und es dauert dann doppelt so lange. Also in der Ruhe, da geht irgendwie alles besser. Also das heißt praktisch, dass der Körper sich dann selber besser heilen kann, wenn er entspannt ist oder wieder oder andere, auch das Gehirn andere Lösungen findet. Für die 5 Kinder und den nicht helfenden Ehemann, oder? Genau, so ist es. Grundsätzlich ein entspannter Körper, es geht immer ums Nervensystem. Wenn das Nervensystem frei arbeiten kann oder unser Gehirn die Informationen frei in den Körper geben kann, dann regeneriert der Körper erstens besser und ein regenerierter, entspannter und regenerativ guter Körper ist natürlich viel stabiler. Nicht nur gegen Krankheiten, sondern natürlich auch gegen psychische Einflüsse von außen. Genau. Und wenn man jetzt die Methode auch bei dir lernt, kann man es selber an sich anwenden oder muss es jemand anders machen? Das kann man leider nicht an sich selber anwenden. Das wäre toll. Ja, das wäre toll, ich weiß. Aber das ist ganz einfach, weil derjenige, der diesen Impuls bekommt, der soll in einem entspannten Zustand liegen. Derjenige, der den Impuls abgibt, also ich jetzt als Behandler, braucht eine bestimmte Körperspannung, um den Impuls abzugeben in dieser Geschwindigkeit. Weil sonst wäre der zu langsam, so wie du gesagt hast, dann drückt man da drauf. Das ist keine Information fürs Gehirn. Ne? Das heißt also, Entspannung und Anspannung gleichzeitig, das funktioniert nicht. Ne? Das ist genauso, wenn man sich selber massiert oder man isst bei der Massage. Das ist einfach eine andere Wirkung. So ähnlich. Okay, jetzt ist es so, ich bin mir sicher, dass viele Berufsgruppen jetzt da auch Interesse haben, das zu lernen. Aber die Sache ist jetzt erstmal, für welche Berufsgruppen ist es denn überhaupt relevant, das zu lernen? Also die Methode selber ist ja, ich sage immer, anwendbar vom Säugling bis ins hohe Alter. Genau. Und es gibt da in dem Sinn keine Kontraindikation. Und dadurch, aber nicht nur dadurch, da komme ich jetzt aber vielleicht noch drauf, kann das natürlich auch jeder lernen. Warum kann das jeder lernen? Ich brauche keine medizinische Vorbildung, denn wichtig ist erstmal, dass ich mich auf Menschen einlassen kann. Das ist mal eine wichtige Voraussetzung. Aber von der Behandlungsmethode selber muss ich natürlich lernen und dafür brauche ich meine Hände hier zu tasten. Dann machen wir auch noch einen Beinlängentest, wo man eben sieht, wie groß diese muskuläre Beinlängendifferenz ist. Und dann ist zu lernen, wie der Impuls abgegeben wird. Ich brauche dazu keine medizinische Vorkenntnisse. Also ich muss kein Arzt sein. Ich muss kein Arzt sein oder Heilpraktiker oder Physiotherapeut. Steht dem natürlich auch nicht entgegen. Wir bilden ja auch Therapeuten aus. Aber es kann auch trotzdem jeder lernen. Und der Hintergrund ist, die Methode selber, die Vitamedik, ist ja schon eingestuft in der Heilkunde. Ja, klar. Aber wir unterscheiden in Deutschland, da gibt es ja das Heilpraktikergesetz, weltweit das einzige Land, wo es dieses Gesetz auch gibt. Und das ist ja aus dem Jahr 1939. Und der Text selber, der Gesetzestext, gibt nicht wirklich viel her. Also hat es in diesen 60, 70, 80 Jahren Rechtsprechung gegeben, viele Urteile. Und es hat sich rauskristallisiert, dass es Heilkunde gibt, wo aber unterschieden wird zwischen erlaubnispflichtig und erlaubnisfrei. Erlaubnispflichtige Heilkunde ist, wenn ich eine Methode praktiziere, die ein gewisses Gefährdungspotenzial hat für den Menschen, dann muss ich in Deutschland entweder Arzt oder Heilpraktiker sein. Wenn ich eine Methode praktiziere, wo aber kein Gefährdungspotenzial
dahinter steht, also durch den Impuls jetzt in unserem Fall keine Gefährdung ausgeht, dann muss ich dafür eben nicht Heilpraktiker sein. Also ist es erlaubnisfreie Heilkunde. Und das konnten wir auch nachweisen. Und die Richter haben damals gesagt, war schon 2006, also schon, schon einige Jahre her, die Richter haben auch damals gesagt, alles, was über das allgemeine Lebensrisiko hinausgeht, also diese Grenze, die ist sehr eng gesetzt. Und wenn dann eine Methode mehr Gefährdungspotenzial hat als das allgemeine Lebensrisiko, dann muss ich Heilpraktiker sein. Und das entscheiden dann am Ende die Richter über zum Beispiel Gutachten und so weiter. Ne? Das hieße, es kann auch jemand machen, der keine Heilpraktiker-Ausbildung hat. Genau. Also zum Beispiel eine Kosmetikerin, die das zusätzlich in ihrer Praxis anbieten zum Beispiel. Möchte. Könnte es machen. Okay. Oder ein Lehrer oder ein jeder. Früher hat man immer gesagt, also wer heilt, hat Recht, aber es gibt halt eben auch Gesetze. Also es kann nicht jeder, und das ist auch richtig so, dass es Gesetze gibt, die bestimmte Dinge einschränken. Aber am Ende geht es auch darum, Methoden zu haben, die auch jemand lernen kann, der jetzt nicht schon studiert hat. Genau. Ja? Und da sind wir halt mit der Vitamedik in der erlaubnisfreien Heilkunde. Ich sag dir eins, es gibt auch kosmetische Behandlungen, da denke ich mir, mein Gott, da müsste das ein Arzt sein. Zum Beispiel das Mikroniedeling, da wo das Ganze, mit der das ganze Gesicht mit, also praktisch aufgeritzt wird sozusagen, nur als Beispiel jetzt. Mhm. Ist es denn so, dass wenn man jetzt diese Methode anwendet, dass es dann ein für alle Mal sich erledigt hat oder muss man immer wieder praktisch noch mal eine Behandlung machen? Natürlich zu der psychisch-geistigen Hygiene, dass ich meine Vorstellungen, Glaubenssätze losgelassen habe, die mich in den Stress überhaupt gebracht haben, ist klar. Aber ich meine, muss ich es einmal machen oder was ist deine Erfahrung aus der Praxis? Die Erfahrung ist, ich sage immer, wir können uns nicht in einen Glaskasten setzen. Ja, wir haben unsere Umwelt, wir haben unser Umfeld, wir haben unsere Trigger, wir werden getriggert. Das sind eben diese zwei Komponenten. Einmal die psychische Hygiene, die wir betreiben, vielleicht mit Hilfe von Coaches und anderen Therapeuten. Aber eben auch das Umfeld selber. Ja, das kann ich ja nicht wegzaubern. Allein schon, in welcher Stadt ich wohne, an welcher Straße, welche Nachbarn ich habe, welche Familie. So, aber wenn ich in einem entspannten Zustand bin, kann ich mit den Dingen besser umgehen. Ja. So, und deswegen macht es Sinn, ähnlich wie man vielleicht ab und zu mal zur Massage geht. Deswegen Vitamedik in unserem Logo auch, ist unten steht die Gesundheitspflege. Mhm. Und Gesundheitspflege soll bedeuten, dass es einfach wichtig ist, immer wieder den Körper in die Balance zu bringen. Mhm. Ich habe Klienten in der Praxis, die kommen und ich behandle die 5 oder 6 Mal. Die Muskulatur ist wunderbar entspannt. Mhm. Dann kommen sie ein Dreivierteljahr nicht, als Beispiel, und sind wieder ganz verzogen. Okay. Und ich sage dann immer, was war denn? Weil ich sehe es ja natürlich immer an großen Differenzen, kann man ja natürlich auch mal erkennen, da muss ja was gewesen sein. Ja. Weil wenn die Muskulatur so unter Spannung ist, da war dann irgendwas. Ja, und dann wird halt erzählt. Deswegen macht es Sinn, die Regelmäßigkeit. Ich selber lasse mich alle 4 bis 6 Wochen, lasse ich mir einen Impuls geben. Und das macht dann auch Sinn. Ja, und das manche Leute, ich habe Klienten, die kommen schon seit 25 Jahren regelmäßig zur Behandlung. Alle 6 Wochen, alle 8 Wochen. Und die spüren einfach, dass es, also vom Körpergefühl, dass es gut ist, in dieser Balance zu sein. Und manche spüren sogar, wenn sie aus der Balance dann fallen. Aber das kann man erst dann spüren, wenn man mal in der Balance war. Also du bist immer entspannt. Wenn ich mit dir, das schwappt auch immer so über zu mir. Ich merke so sehr, dass du bist einfach entspannt. Das muss ich jetzt mal so viel zurückgeben. Ja, schau. Du hast ja schon viele Jahre deine Praxis, gell? Wie viele Jahre? Da muss ich selber überlegen, 1997. Seit 1997, also, Wahnsinn. Also gut. Jetzt hast du schon viel erlebt. Jetzt mal ganz ehrlich, unter uns zwei. Was ist das, was die Leute am meisten stresst zurzeit? Hört keiner zu, sag. Ja, hört keiner zu. Also was die Leute zurzeit am meisten stresst, ich würde sagen, es ist das Arbeitsumfeld. Ja, es ist das Arbeitsumfeld, das menschliche Zusammensein. Ja, die hohen Ansprüche, diese Informationsflut, die uns stresst.
Ja, jetzt machen sich die Menschen Sorgen, wie die Wahlen gerade ausgegangen sind, gestern bei der Europawahl und lauter solche Dinge. Und sich da ein bisschen auch zu befreien und ein entspannter Körper kann so Dinge auch mal ein bisschen mehr mit Abstand sehen. Klar. Ja, mhm. Und wenn ich so ganz angespannt bin, so ganz tief in der Anspannung drin, da macht auch die kleinen Informationen, ja, bringen dann den, ja, Topf zum, genau, Überlaufen. Ne? Dann, ja, und das ist in den letzten, ich meine, ich praktiziere jetzt wirklich 27 Jahre sind es, glaube ich. Und da hat sich viel verändert, wirklich wahr. Und ich sehe halt auch bei jungen Leuten schon, wie die in dieser Anspannung sind. Wenn ich Kinder habe mit 10, 11, 12 Jahren, mit 3 oder 4 Zentimeter Beinlängendifferenzen, dann würde ich schon mal sagen, ganz normal ist das halt alles nicht. Ne? Es ist auch die Schnelllebigkeit unserer Zeit. Ja. Das ist einfach, das kann der Körper gar nicht mehr verarbeiten, auch nicht das Gehirn. Es ist einfach, es ist zu viel Information, zu schnell. Und du musst halt immer sofort reagieren und es wird ganz schnell wieder umgeworfen und wieder, das ist ja die Zeit, das wird abgesagt, zugesagt, ja, so, das ist die Zeit. Und du musst halt immer ganz flexibel sein, und aber das stresst natürlich auch. Früher war alles langsam und ruhig und dann konntest du in Ruhe deinen Tag leben, so ist es ja nicht. Es ändert sich ununterbrochen, die Arbeitsbedingungen natürlich auch. Die Hirnforschung geht schon davon aus, dass unser Gehirn sich adaptieren kann, ja, das, ja, kann unser Gehirn schon. Ja. Denn jetzt, wenn ich an, ich sag mal, vor 100 Jahren denke, da hat es noch nicht mal eine Zeitung wirklich gegeben. Ja? Da haben die Menschen komplett anders gelebt. Und weiß ich. Ja, und unser Gehirn kann sich schon sehr stark anpassen. Ja. Aber es gibt auch ein schönes Zitat von dem Indianer, der das erste Mal mit der Eisenbahn gefahren ist. Ja. Und dann saß der am Bahnhof und dann wurde er gefragt, ja, worauf wartest du denn? Dann sagt er, ich warte, bis meine Seele angekommen ist. Verstehst du? Also unser Gehirn ist das eine, das kann sich anpassen, aber kommt unsere Psyche, kommt, ja, unser Innenleben, so kommt unsere Seele auch wirklich mit? Und das ist das, wo ich sage, nein, unsere Seele braucht Ruhe, die braucht Entspannung. Ja, unser Gehirn natürlich auch, ja, aber unser Innenleben braucht Entspannung. Genau. Und das hat halt in den letzten Jahren ist da viel schlecht gelaufen. Meine Erfahrung ist auch, wenn es mir körperlich nicht gut geht, da habe ich gar nicht die Kapazität für Bewusstseinsarbeit. Da kann ich gar nicht an meinen Glaubenssätzen arbeiten, weil ich ja so mit meiner Krankheit oder meinem Körper beschäftigt bin. Ich habe da gar nicht, es bedingt sich irgendwie. Natürlich, wenn ich Bewusstseinsarbeit mache, geht es mir körperlich gut, aber wenn ich körperlich jetzt schwer, wenn ich sehr leide und sehr unter meiner Krankheit leide, dann bin ich so mit den Emotionen beschäftigt, da kann ich überhaupt nicht jetzt groß über meine Glaubenssätze nachdenken, geschweige denn die aufzulösen. Also es bedingt sich doch beides. Es ist eigentlich so, je entspannter der Körper, desto mehr kann ich an meinen Glaubenssätzen und meiner Bewusstheit arbeiten, die Stress auslösen. Aber auch je mehr ich Bewusstheitsarbeit mache, desto entspannter bin ich. Es ist doch beides wichtig. Genau, das korrespondiert. Aber da ist auch immer die Frage, was ist zuerst da, die Henne oder das Ei? Ne? Und ich kann von beiden Seiten dran gehen. Aber wir haben halt die Erfahrung gemacht in den letzten knapp 30 Jahren jetzt mit der Vitametik, dass wenn ich über den Körper Entspannung bringe, also Entspannung in den Körper bringe, dann passiert genau das, was du sagst. Wenn ich in der Entspannung bin, kann ich dann wieder besser an meinen Themen arbeiten. Also die Körperentspannung ist eine ganz, ganz wesentliche Voraussetzung, nicht nur für solche Themen, sondern überhaupt für Regeneration. Ja, also deswegen wollen wir natürlich die Vitametik weiter verbreiten, weil es einfach so ein wichtiger Punkt ist. Es ist eine Behandlungsmethode, die einfach ist, also sieht einfach aus, aber zum Lernen braucht man natürlich auch ein bisschen Wissen, aber die in der Handhabung dann wieder einfach ist und von jedem, also man kann es jedem angedeihen lassen. Ja, und so wollen wir natürlich Deutschland auch, oder in Deutschland die Vitametik eben auch bekannt machen und verbreiten. Wer hat denn dieses Konzept überhaupt entwickelt? Ich habe es eingangs erwähnt, die Methode ist alt. Ja. Das war ein Amerikaner und der hat dann die damalige amerikanische Chiropraktik, also die American Chiropractic, entwickelt. Aber der Ursprung war eben, dass der bei einem Menschen, der taub war und auch Kopfschmerzen hatte, den halt hier oben irgendwie massiert hat und auf einmal ging dem die Kopfschmerzen weg und er konnte auch wieder hören. Und ja, das ist die Geschichte, die ist auch so überliefert und die hat der Palmer selber auch so niedergeschrieben.
Ich habe auch sein Originalbuch noch zu Hause und dicke Schinken. Und von dort kommt die Methode, 1899 war das, glaube ich. Und die hat sich dann weiterentwickelt und wurde verfeinert, dann nochmal von seinem Sohn. Und später war ein Schweizer Arzt, der Dr. Peter Huckler, der in den USA diese Methode wiederum kennengelernt hat, sie mit in die Schweiz gebracht hat. Und ich war dann in einem seiner, oder überhaupt in seinem letzten Ausbildungskurs, der ist in dem Jahr oder sogar an dem Tag, als ich meine Praxis offiziell eröffnet habe, verstorben. Ja, und 1997. Und ich habe dann eben mich um diese Zusammenhänge gekümmert, weil das war nicht bekannt, was für ein Impuls und welche Geschwindigkeit und mit welchen Nerven, mit welchen Muskeln. Also die ganze Neurophysiologie war damals nicht bekannt. Und das habe ich dann eben in meinem Buch auch niedergeschrieben und darauf auch gestützt dann das Ausbildungskonzept. Ja. Und wie lebst du? Damit du keinen Stress hast, ganz ehrlich, wie lebst du? Schaust du Nachrichten oder hast du keinen Streit in der Familie? Ist jetzt immer glücklich? Ich habe genauso meine Triggerpunkte. Nein, ich habe genauso meine Triggerpunkte wie jeder andere. Nur ich versuche schon, mich von verschiedenen äußeren Dingen fernzuhalten. Ja, also, und vor allen Dingen immer wieder selber in die Ruhe kommen. Ja, und halt eben selber in der Balance bleiben. Mhm. Also wenn bei mir geguckt wird, wie groß ist meine muskuläre Beinlängendifferenz, dann bewegt sich die zwischen 0,5 und 1,5 Zentimeter. Und das ist nicht viel, ja, weil auch ich lebe ja in meinem Umfeld. Ne? Mhm. Von daher, aber ansonsten, ich eben aus dem Wissen Sympathikus, Parasympathikus, immer wieder selber kann man dann auch machen. Wenn der Körper einigermaßen entspannt ist, dann kann ich auch bewusst in die Ruhe gehen und dann gibt mir die Ruhe auch was. Und dann passt dieser Spruch, in der Ruhe liegt die Kraft. Liegt die Kraft, genau. Mhm. Ich kann mich erinnern, ich hatte mal eine Reportage mit einem Hausnotrufteam. Da bin ich eine Woche mitgefahren, das waren Sanitäter. Die haben nachts immer eben die Hausnotrufe angefahren. Und diese Sanitäter sagten immer, mach langsam, wir haben es eilig. Und das ist so ein Spruch für mich, wo ich immer weiß, Bettina, ruhig und langsam, dann wird es besser. Also grundsätzlich kann man doch sagen, entspannt, wenn man entspannt ist, ist es doch einfach auch so, dass sich das ganze Leben verbessert. Sei es jetzt die Beziehungen. Wenn man gelassen ist, dann kann man auch anders mit dem Kommentar vom Partner umgehen. Die Beziehungen, vielleicht die Arbeitsweise, auch die Gesundheit. Das ist jetzt die große Kunst, in die Entspannung zu kommen und drin zu bleiben. Mhm. Aber deine Methode hat keine Nebenwirkungen, oder? Nein. Na? Nein, außer dass man vielleicht mal, wenn die Differenz... Zu viel also einschläft, nicht mehr aufwacht. Nein. Ich habe schon jeden wieder wach gekriegt, aber nee. Wenn jetzt mal eine muskuläre Beinlängendifferenz sehr groß ist, ja, dann bedeutet das, und das ist nämlich das Interessante, ich löse diesen Impuls aus und innerhalb von ein paar Minuten entspannt die Muskulatur so, wenn eine Beinlängendifferenz vorher war von 3 oder 4 Zentimeter, dann ist die nach ein paar Minuten ausgeglichen. Und das bedeutet, ja, man kann sich's nicht vorstellen. Manchmal denkt man, das wäre Zauberei, ist es aber nicht. Wir müssen aber wissen, was unser Gehirn leisten kann. Mhm. Ja, unser Gehirn kann das ja. Und das ist dann bei manchen Menschen, wenn die Muskulatur so dermaßen arbeitet, dass sie am nächsten Tag so ein bisschen wie so ein Ziehen in der Muskulatur haben. Das fühlt sich manchmal so an wie ein bisschen Muskelkater, weil einfach da der Ausgleich erfolgen muss. Genau. Wunderbar. Vielen Dank für dieses tolle Gespräch und den Einblick in deine Arbeit. Also ich bin total d'accord. Entspannung ist extrem wichtig fürs Leben und danke dir sehr für deine Arbeit und ja, für den Einblick in deine Arbeit. Danke. Gerne, gerne. Liebe Zuschauer, ich hoffe, ihr seid genauso entspannt jetzt wie ich, weil die Entspannung ist zu mir übergeschwappt und hoffentlich auch zu euch. Wir alle sehen uns ja beim Welt im Wandel Kongress. Ich freue mich sehr, wenn ihr da seid. Und ihr findet natürlich Informationen zum Volker Hoffmann, zu seiner Methode auch, verlinkt. Bis zum nächsten Interview. Bis bald, eure Bettina.